Hallo meine Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play Sniper Elite 3. Ich bin MuckerDMC und ich habe wieder den Mirko bei mir. Ja, hallo Basti, Mensch, lange ist Na? her, eine Woche schon wieder rum. Ja, das kann richtig fix gehen, so eine Woche, ne? Ja. Also wir hatten richtig viel zu tun auf Arbeit, aber tut ja hier auch nichts zur Sache. Ne? Also wir sind da jetzt weiter, wo wir aufgehört hatten. Ja, wir haben ja letztens hier so ein bisschen Ballett gehabt mit den. Dass sie uns halt hier oben entdeckt haben. Du warst da oben im Scharfschützennest, konnte ich mich erinnern, ne? Ja, genau. Da hatte ich versucht, oder nicht versucht, ich habe dort den Offizier getötet und hatte auch diese Geräuschkulisse von diesem Generator, der dort die Aussetzer hatte. Ja. Habe ich eigentlich mitgenutzt, aber irgendwie ja, war ich wohl einen Tick zu spät. Also haben die den Schuss wohl doch mitgekriegt. Und ja, sind darauf aufgrund dessen dann uns hinterher Aber den gesprintet. Offizier hast du aber erledigt, ne? Der ist hin, den müssen wir jetzt bloß noch durchsuchen. So, hier oben steht natürlich jetzt wieder einer, der hier auf Patrouille ist oder was auch immer. Den werde ich erstmal mit dem Messer Besser, ich verstecke besänftigen. diese So, Leichen. mein Freund, komm her. Ja, okay. Aber den habe ich doch letzte Woche auch schon mal erledigt, oder war das jetzt ein neuer? Ja, ich glaube, das sind jetzt hier neue, weil die jetzt natürlich alarmiert wurden. Durch mein Fehlverhalten hier, ne? Also jetzt rennen natürlich hier Leute rum und suchen uns, wie verrückt. Ich sehe jetzt hier gerade nichts. Ja, ich markiere hier gerade munter die Leute, die hier unten rumlaufen bei mir. So, da Oha. hinten ist der fünfte, ne, der sechste sogar schon. Ich weiß gar nicht, wo ist denn denn der Oh, sechste da hinten ist auch noch eigentlich? eine. Ach so, da ist der. Wo denn? So, jetzt ist genug. Jetzt haben wir 7 Leute. Und jetzt können wir uns dann natürlich so ausknobeln, dass wir die Leute wegschießen, sobald diese Geräusche wieder ertönt. Also man muss mal gucken, wo guckt jetzt wer hin? Wir müssen natürlich, denke ich mal, jetzt so einen Weg finden, dass wir die so eliminieren, dass die halt auch nicht gefunden werden, ne? Also wenn ich jetzt zum Ja. Beispiel den da ganz hinten sehe, ich glaube, wenn wir den Ja. erwischen, der fällt gleich hinten in den See rein. Das kann man, das ist zu hoffen. Ja. Soll ich das mal ausprobieren? Na, probier, aber denk an die Geräuschkulisse, ne? Ja. Okay, das war jetzt erstmal nichts. Lass Ja, mal. das war voll für den Arsch. Jetzt müssen wir in Deckung gehen. Ach so, Moment, jetzt ist es schon gelb. Also wir sollten schon mal doch hier wieder weggehen. Also ich muss flüchten. Na, ich auch. Wir sind ja hier an Ja, derselben Stelle gewesen. verdammt. Da musst du ja den Zeitraum richtig abpassen, wa? Ja, genau. Du musst, also man kann das auch ab. Man kann es auch gut hören, wenn der, ja, wie sagt man dazu, dieser Generator, wenn der kurz bevor er seine Zündaussetzer kriegt, hat der so ein Ruppeln, also als wenn der unrund läuft. Okay. Und da kann man dann schon anvisieren, weil dann weiß man, kommen die nächsten 2 Sekunden dieser Aussetzer und dann kann man da schon. Der da oben ist aber auch. Da kriegt man den. Ne, das lasse ich mal Da ist ja lieber. auch noch eine. Soll ich den Ja. messern? Soll ich den messern? Dann gehe ich da hin. Na, probier mal, also. Muss bloß gucken, der läuft auf Patrouille, ne? Also der ist. Den kann ich Ich aber mit versuche. Steinen ablenken oder so, ne? Ja, also ich versuche mal in der Zeit hier Ja, von Steine hier. hat man ja anscheinend genug, so wie ich sehe, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ja, das kann natürlich. Ja, genau, Steine findet man ja quasi auch überall. Ja, wenn nicht du, dann meißel ich hier einfach einen raus hier, wie bei Minecraft oder Nimmst eine so. Steinspitzhacke. Genau. Ja. Dann mache ich mir meine Steine. So, ich werde mich mal hier mal ein bisschen schneller bewegen. Weiß noch nicht, muss mal gucken, wie weit er jetzt hier Patrouille läuft. Kopfschuss, der ist isoliert, den habe ich jetzt hinter einer Steinmauer erschossen, also den findet hier auch keiner. Den guten.
Ah ja, der läuft richtig Patrouille hier. Alter, wie hat er mich denn gesehen? Kann natürlich auch sein, dass die jetzt hier natürlich wachsam geworden sind. Durch mein Schießen hier oben. Also das sollten sie vielleicht dann nochmal patchen, weil ich bin definitiv hinter ihm geschlichen. Also. Du, das kann auch sein, dass der jetzt den Schuss gehört hat, weil die anderen sind jetzt auch aufmerksam geworden durch meinen Schuss. Ach so, dass er sich umgedreht hat, oder was? Es darum, deshalb umgedreht hat? Ja, ja, ja. War dann natürlich nicht sehr sinnvoll. Vielleicht sollten wir uns da ein bisschen besser absprechen. Ja, das ist... Wir sind ja hier natürlich nicht bei Call of Duty, ne? Das war hier... Nö, ist richtig, jojo. Ich finde das... Sniper Elite, also so ein Sniper-Spiel, da musst du dich, finde ich, doppelt so absprechen, ne? Das ist... Okay. Also ich habe jetzt so zum Beispiel mein Kreis unten, der ist jetzt, der leuchtet weiß. Ja, bei mir auch. Was hat das jetzt zu sagen? Also ja, ich denke mal, dass wir jetzt erstmal keine Befürchtung haben müssen. Also die sind jetzt nicht mehr so wachsam, die Jungs. Also ich habe hier einen Kompressor bei mir. Ja, den sabotier doch einfach mal. Oh, jetzt habe ich sie hier schon wieder. Also man darf, glaube ich, auch nicht vier Leute aus der gleichen Position abschießen. Das ist jetzt mal meine Vermutung, weil die sind hier echt wachsam. Also die gucken auch schon gleich in die Richtung jetzt. Da muss ich jetzt wirklich, oder da sollten wir mal wirklich jetzt woanders lang gehen. Sagen wir, dass wir jetzt hier unten mal... Boah, da kommt einer, da kommt einer. Der hat mich jetzt gesehen. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, den Typen. Uiuiuiuiuiui. Steintorfwechsel erfolgreich. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein hier. Scheint nicht so wie die Axt im Wald hier rumrennen und... Junge. Ja, jetzt wird man ein bisschen mutiger, ne? So die ersten zwei Let's Plays, da war alles, ist hier laufen wie in Butter. Ja, und jetzt so, dann und wird man jetzt so ein bisschen... Jetzt werde ich leichtsinnig, ne? Also ein bisschen übermütig hier. Da muss ich mal ein bisschen abreagieren von der Woche Arbeit hier. Da muss man mal ein bisschen schon die Lane Gameplay rausknüppeln. Aber halt, den muss ich doch erwischen dahin, oder was? Oh, hab ich den erwischt? Ja, den habe ich fallen sehen. So. Ja, Spaß macht das ja auf jeden Fall. Ja. Ist aber, wenn man nachher immer andere Visiere oder so freigeschalten hat, weißt du, weil das ist ja nun echt noch nicht die Creme de la Creme, was man sich hier nee, so das ist hier wirklich, mit anvisieren, ne? Ja, das sind jetzt hier wirklich so die allerersten Visiere, die wir jetzt hier so haben. Also wir sind hier in der Grundausstattung, sag ich mal. Nico, du hast das aber hier im Blick, ne? Ich sehe dich. Ist hier irgendwo was, oder? Naja, ich guck gerade und versuche hier... Also hier ist ein Stern. Ist der tot hier? Ja, der ist tot. Den musst du jetzt nur noch durchsuchen. Ich versuche mal eben auf meine Sniper-Position zurückzukommen, aber hier war vorhin noch einer, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, den Jungen. Kriegstagebuch gefunden. Ja, sehr gut. Oh, Landminen. Ideale Abwehrfahrzeugfallen. Achso, gibt es denn bestimmt auch Patrouillen oder was, die mit ja, PKWs ja. oder LKWs durch die Gegend fahren? Ja, im Panzer kommt dann auch noch. Okay. So, jetzt musst du bloß mal gucken, also ich meine, da war ja irgendwo noch. Wir waren irgendwo noch irgendwelche Struppis. Die hier meinten.
Den hat es jetzt durchsucht, dann, ne? Den richtig, genau. Also geh mal in den Zelt von dem General, da liegt, glaube ich, noch so ein Stück Papier. Ja, das sind wieder diese. Ach, Munitionspäckchen, ja, genau, oder? Richtig. Ah, okay. Konnte ich nicht aufnehmen. Ja. Ich habe auch bemerkt, der nimmt das irgendwie automatisch auf, ne? Ja, genau. Ja, sobald du einen Mangel hast an Munition, dann macht er das, glaube ich, schon. So, ich meine. Ach, guck mal an, wer hier unten noch steht. Meister Dosenkohl. Oh! Ja, den wie, wie konnten wir denn den übersehen? Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Also, der ist natürlich jetzt prädestiniert, irgendwie Messer zu werden, weil der steht ja so ruhig da. Ja gut, das ist auch sehr, die sind auch sehr gut getarnt, sag ich mal, ne? Also hier in dieser grauen Umgebung. Dieser. Ja, das sieht auch wirklich aus jeder Position anders aus, ne? Ja. Nee, von hier darf ich da nicht. Und gehen wir hier rum. Was denn? Da ist er! Jetzt hat... Feindliche Truppe! Extreme Flucht. Wieso was? Hatten sie dich entdeckt oder was? Aber wie du? Erst war doch alles gut. Ne, da, hat er, da hat er bloß diesen Halbkreis gefüllt oder was? Und bin ich in Deckung und ich gedacht so, oh, und dann gehe ich da um die Ecke oder was und dann auf einmal, da ist er, ne? Unglaublich. Ich hab so das Gefühl, so ein bisschen buggy ist es. Ja, so ein bisschen aber nur. Ich sollte dann bestimmt dann müssen wir ein bisschen mehr markieren. Wenn wir mit dem Fernglas arbeiten, oder? Ja, mit dem Fernglas, ich glaube, das ist so die. Vorne bist du das hier vorne. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie liegen wir jetzt in der Zeit mit dem Video? Ja, gute Viertelstunde also haben wir jetzt. Wir haben jetzt noch zwei Gegner, also das kann sich jetzt nochmal locker 20 Minuten hinziehen. Wäre jetzt die Frage, wenn wir jetzt hier einen Cut machen, ist das wenig sinnvoll, weil wir müssten ja dann komplett von vorne beginnen. Okay. Ich würde sagen, dann ziehen wir das hier einfach durch. Ja. Du, hier steht einer. Na, ich check das mal links. Da steht einer. Sehe ich nicht. So, also den Meister kriegt man hier vielleicht mit dem Messer weg. Und den anderen würde ich mit dem Gewehr wegholen. Das würde mich mal interessieren, ob man das auch zu dritt spielen kann. Oh, da ist noch einer. Halt noch einen gefunden. Mirko! Ja! Ich hol mir den jetzt! Ja, mach das! So, aufstehen war mit Kreis, ne? Kann ich den auch so, kann ich den auch so messen? Keine Ahnung, das ist jetzt ein Erfahrungswert. Sieht nicht so aus. Auf jeden Fall da hinten zwei so eine Verdächtige sehen. Kann ich hinter der Mauer lang klettern? Könnte sein, dass das funktioniert. Laufwirkung, geh da mal in Deckung, ich will den hier mal ablenken. Warte mal, dann flitze ich mal wieder eine Runde weg hier. Jo. Dass der da mal. Genau da schmeiße ich jetzt einen Stein hin, also in der Nähe, wo du bist. Das ist ja klasse. Warte mal, warte mal. Dann könnten wir ja mal was ausprobieren. Okay. Warte mal. Und zwar habe ich jetzt so eine nicht mehr da, aber so eine.
Also ich werde jetzt hier mal. Wir probieren es mal. Hier, wo ich jetzt bin, ne? Ja, da wollte ich Stelle ich. hinschmeißen. Genau, da stelle ich jetzt was hin. So. Und werde mich ein wenig entfernen. Dann leg mal los. Wirst ja sehen. Brauchst du, glaube ich, gar nichts mehr weitermachen. Wenn der da hingeht. Wenn er gehen sollte. Naja, geht, er kommt. Ah ja. Geil. Ist Sehr halt einfach geil. Ja. Ja, raufgetreten. so schnell kann's gehen. Ja, wenn man nicht Ah, aufpasst, ratzfatz ist ab der geil. Fuß. Was C4, Klemo oder was? Na, hier so eine Sprung, wie heißt die Mine hier? Warte mal. Eine Anti-Infanterie-Mine für groß Okay. angelegte Flächenschäden. Also wenn da so eine Ist da ganze Gruppe jemand? hinschicken würdest, also. Oh, Moment, wer ist da? Ja, der hat mich Na, gesehen. der hat dich gesehen, ja? Okay. Du, ich werde mal hier aus der Distanz mal innen da hinten wegholen. Warte mal, macht das jetzt Sinn? Woher kommt das? So. Da komme ich nur in Bauchlage durch. Jetzt habe ich da den dritten weggeholt. Jetzt ist er natürlich weggegangen. Das war natürlich nicht gut, sondern jetzt flüchten wir mal hier schnell. Oha. So, jetzt kommt er natürlich dahin gerannt und wir gucken, was hier los war. Runter! Er könnte ganz in der Nähe sein. Wachsam bleiben. Okay, ins Wasser gehen kann man nicht, habe ich gerade bemerkt. Geht nicht, ne? Nee. Okay. Frontsoldat, argwöhnisch. So, bei mir steht alles klar. Seht mal nach. Den mal abgelenkt. Ja. Also merkt das noch Schön mit was. Steine schmeißen. So, der geht jetzt da irgendwo hin. Schade, jetzt ist er hinterm Stein, jetzt hätte ich ihn erschossen. Ja, oder so. Ja, schön mit der schallgedämpften Wellrott. Weiß gar nicht, müssen wir die LKWs eigentlich zerstören? Nee, oder? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. So, warte mal, ich denke, wir sollten hier mal einen Cut machen, dass wir uns dann nächste Woche hier wieder an dieser Stelle einfinden, Ja. um, ja, ich denke dann mal das vierte Let's Play dann zu beginnen. Wäre jetzt Genau. mein Vorschlag. Ja, das können wir so machen. Bin ich ganz Ja, an der ne? Meinung. Ja.
machen wir an dieser Stelle, hören wir dann auf. Ja. Wir danken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert uns, teilt uns. Und wie Mikro letzte Woche schon sagte, wenn nicht, dann macht es trotzdem. Ne? Ja, genau. Genau. Immer Däumchen hoch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hatten riesen Spaß, Mirko. Ja, ne? Ja, immer, klar. Und dann bis nächste Woche, Jungs.